Gamer WG. Wir lieben unsere Spiele. Hallo und willkommen zurück bei der Gamer WG. Ich bin der Denfo. Beim letzten Mal bei Resident Evil Grudge haben wir die Story von Jill durchgespielt. Heute widmen wir uns der von Leon. Und ja, auch diese kenne ich natürlich, dadurch, dass ich Beta-Tester war. Wie ich auch schon im ersten Part erwähnt hatte. Und dann gehen wir mal direkt in ein neues Spiel rein. Und sind wieder bei der Charakterauswahl. Hier können wir zwischen Jill und Leon halt wählen, wie wir es kennen. Dieses Mal drücken wir die Taste Alt, um Leon auszuwählen. Und seine Mission nennt sich der Verräter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Let's Play. Hoffe, es ist unterhaltsam und wir starten jetzt in das Spielgeschehen ein. Treten in das Spielgeschehen ein. So, viel Spaß. Da wären wir. Mir hat es jetzt schon kalt den Rücken runter, den Wald nach Hinweisen abzusuchen. Geht mir genauso, Leon. Und dazu noch dieser verdammte Regen. Okay, aufgepasst, Bravo Team. Wir werden uns aufteilen. Joseph und Jill, ihr geht als Späher voraus und sucht im Norden das Gebiet ab. Verstanden, Sir. Wird erledigt. Wird gemacht? Leon und ich suchen hier das Gebiet gründlichst ab. Sobald jemand etwas findet, wird umgehend Bericht erstattet. Gut, Sir. Befehle werden ausgeführt. Okay, dann los, Jill. Ich gehe voraus. Bleib dicht hinter mir. Okay, Leon. Hast du deine Dienstwaffe bereits überprüft, ob sie einwandfrei funktioniert? Na klar. Habe ich bereits auf dem Weg hierher getan. Meinst du denn, wir werden eine einsetzen müssen? Kann ich nicht sagen, aber bei dem, was sich in Raccoon City vor sich... Oh Gott. Nochmal von vorne lesen. Kann ich nicht sagen, aber bei dem, was ich in Raccoon City vor sich geht, müssen wir mit allem rechnen. Ich glaube, da ist noch ein Rechtschreibfehler, ja. Aber bei dem, was ich in Raccoon City vor sich geht, ja, da ist definitiv ein Fehler drin, ne? Haben wohl Dimby und ich übersehen. Passiert. Wirklich schrecklich mit den Opfern. Wer weiß, was ihnen zugestoßen ist. Sei auf der Hut, Leon. Man erlebt als Polizist immer wieder Neues. Okay, genug Smalltalk. Sehen wir uns um. Alles klar, Barry. Ich berichte, sobald ich etwas gefunden habe. Ja, da sind wir hier jetzt in der Story von Leon mit einem Satzbaufehler. Aber kann passieren. Jeder übersieht mal was, auch wenn wir die Beta ausführlichst getestet haben. Da kann sich immer noch was einschleichen. Für alle, die das Spiel interessiert und es selber spielen wollen, das Spiel ist vom Valentine aus Wargames. Er ist auch der Gründer. Das Spiel findet ihr auf seiner Facebook-Seite unter Wargames. Wer hätte es gedacht? Und sobald das Play abgeschlossen ist, möchte er das Spiel auch im Forum RPG Maker Reloaded vorstellen. Beide Links sind in der Videobeschreibung. Und wir werden uns jetzt mal ein bisschen umsehen und gucken, ob wir hier Hinweise finden. Aber ich denke mal, genauso wie bei Jill, werden wir hier im Wald selber nicht viel finden, sondern erst im etwas späteren Verlauf des Spiels, wenn wir bei Leons Gebieten rumfummeln dürfen. Aber trotzdem sehen wir uns hier ein wenig um. Wer weiß, es könnte hinter jedem Baum ein Magazin oder ein extra Leben versteckt sein. Wer weiß, wer weiß. Okay, hier scheint nichts zu sein. Oben können wir auch nicht durch, weil da ja Joseph und Jill lang gegangen sind. Wir müssen uns hier umgucken. Und dann geht es hier weiter. Was zum... Hey Barry, ich habe was gefunden. Was hast du gefunden, Leon? Wie ist die Mann? Was? Was ist das?
Was ist das Barry? Blut. Scheint wohl ein weiteres Opfer gegeben zu haben. Suchst du den Wald ab. Ich schaue mir das hier etwas genauer an. Boah, Entschuldigung. Ich bin beunruhigt, Leon. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Ja, für alle, die Resident Evil 1 kennen, dieses Gespräch gab es im ersten Teil tatsächlich. Und zwar zwischen Barry und Jill. Wenn man mit Jill gespielt hat zumindest. Und zwar haben die da auch eine Blutlache gefunden. Allerdings auch ohne Leiche. Und sie hoffen, dass dies nicht das Blut von einem ihrer Kameraden ist. Hier ist es das Blut von einem der Opfer. Wahrscheinlich. Wissen wir ja nicht. Deswegen schauen wir uns hier noch ein wenig um Hinweise zu finden, während Barry das Blut untersucht. Aber so finde ich hier nichts. Also hier scheint nichts Verstecktes zu sein. Barry? Zur Hölle, was sind das für Biester? Leon, lauf weg, sofort! Was? Nein, ich lasse dich nicht zurück. Beweg den Arsch, dein Arsch, renn! Verdammte Scheiße, was waren das für Hunde? Und Barry? Ich hoffe, er kann denen kommen. Ja, wir können jetzt auch nicht zurückgehen. Barry muss jetzt seinen Arsch selber da rausholen und wir müssen gucken, wie wir hier vorankommen. Und da gibt es anscheinend nur einen Weg, und zwar da hinunter. Dietrich abgebrochen, alles klar. Also beim Öffnen der Tür ist unser Dietrich abgebrochen, hat uns ja noch den ehrenvollen letzten Dienst erwiesen. Oh, wollen wir uns mal weiter umsehen hier? Barry ist noch da draußen. Und die anderen auch. Ich hoffe, ihnen ist nichts zugestoßen. Ich muss dringend was tun. Nur was? Was ist das für ein Haus? Vielleicht kann ich da Hilfe finden. Ja, die Stelle kennen wir ja. Hier waren wir bereits mit Jill. Nur, dass sie von dort unten gekommen ist. Wir kommen hier von rechts. Und können uns hier jetzt an Leons Stelle umsehen. Eventuell findet er etwas, was Jill nicht gefunden hat. Wer weiß, das wird uns alles noch gezeigt, aber wir nehmen hier erstmal auf jeden Fall die Kräuter mit. Und wir sehen auch schon, dass Jill hier anscheinend schon unterwegs war, denn einige Rätsel sind hier schon gelöst. Man sieht hier den Brunnen und die ausgegrabene Stelle am Boden. Das heißt, Jill ist hier auf jeden Fall schon im Gange, während wir hier mit Leon spielen. Das heißt, sie befindet sich schon im Haus. Demnach könnten wir auch schon reingehen. Da müssen wir mal gucken, ob wir schon eine Waffe haben. Ja, wir haben ebenfalls eine Beretta. Unseren Stars-Ausweis. 9 Schuss haben wir. Nur 9. Und wir haben jetzt einmal Kräuter gefunden. Und für alle, die den ersten Part nicht gesehen haben, Leon ist so gesehen der Schwierigkeitsgrad schwer. Also hier wird es auf jeden Fall sehr viel schwieriger für uns werden als bei Jill. Und dann werden wir auch mal direkt speichern. Und dann werden wir uns auch mal hier weiter umsehen. Verzeihung? Ja, da treffen wir schon hier mit Leon auf unseren ersten Zombie. Ich habe gerade die Steuerung ein bisschen verkackt. Falsche Taste gedrückt, um Waffe zu ziehen. Aber der Zombie hat offensichtlich kein Item für uns. Dafür liegt hier für uns wieder der Dietrich. Jawoll. Aber sonst scheint es hier keine weiteren Informationen zu geben. Man hört vermutlich, wie ich meine Leertaste zwischendurch spamme. Nee, der Zombie hat hier definitiv nichts für uns. Wenn das so weitergeht, dann haben wir gleich keine Munition mehr. Ja, wir haben noch 3 Schuss übrig. War die Jill ja ganz schön schluderig hier, was das Abmurksen angeht. Aber hier scheint nichts zu liegen. Auch hier war Jill schon unterwegs. Man sieht, die ganzen Sachen hier sind schon geöffnet. Medipack aufgenommen, jawoll. Auch nur 1. Also ich glaube, bei Leon finden wir von heilzeugmäßig alles 1 weniger. In einigen Räumen. Ist aber nur eine bloße Vermutung. Och du Scheiße. Ich schleife mich mal dran vorbei irgendwie. Huch. Offensichtlich bräuchten wir den Dietrich für diesen Raum. Da haben wir schon mal mehr Munition wieder bekommen. Ein großes Klavier, aber ich kann damit nichts anfangen, weil ich keine Noten spielen kann. Jawoll, arme Sau, du.
Gut, das heißt, der Raum hat für uns keine weiteren Secrets. Da haben wir noch einen Gegner. Den murksen wir noch schnell um. Auch der hat keine Items für uns. Dann sind wir schon beim nächsten Speicherraum. Drei Farbbänder, noch ein bisschen Munition. Kräuter haben wir auch noch. Ja, die Dingens liegt hier nicht. Die hat Jilbo mitgenommen. Das Rätsel brauchen wir auch nicht lösen. Wie geht es also weiter? Boah, erschrocken. Mal gucken, ob wir in die nächste Etage rein können. Jawohl, auch da brauchten wir, glaube ich, den Dietrich für. Weil ich habe das Teil jetzt nicht am Anfang angesprochen. Und zwar steht da, dass das der Mechanismus anscheinend zu klemmen scheint. Ich glaube, hier sind mehr Gegner aufgetaucht. Alter. Ich will mich fertig machen, wenn du möchtest. Ach, Kopfschuss. Endlich. Endlich war der Kopfschuss mal sinnvoll hier. Aber wir gehen schon bald flöten. Wir nehmen lieber mal schnell Kräuter. Man sieht hier schon, der Schwierigkeitsgrad hat es in sich. Also man muss schon aufpassen. Man darf auch nicht willkürlich auf die Gegner draufschießen. Man muss überlegen, weil wenn man hier mal sieht, wir haben nur noch 13 Schuss. Das reicht zwar, um die beiden Gegner unten abzumerksen, aber wir verbrauchen da mit dann höchstens 6 Schüsse. Und das ist nicht das, was wir wollen. Ein Peak ist eingraviert. Ja, da brauchen wir den Peak-Schlüssel. Dann mal hier oben lang. Was war das? Das kam aus dem anderen Gang. Ich sollte sofort hin. Ja, dann laufen wir da mal hin. Laufen wir nämlich. Rebecca, Mist, es hat sie übel erwischt. Was ist hier nur los, verdammt? Mystikschlüssel erhalten. Leon! Hey Jill! Gott sei Dank habe ich dich endlich gefunden. Ich dachte schon, du wärst. Keine Panik, ich lebe, aber fast hätte es mich erwischt. Du bist plötzlich verschwunden und dann waren da überall diese Zombie-Hunde. Es tut mir ehrlich leid, Leon. Ich war total in Panik und rannte zu diesem Haus hier. Nicht Jim Jill, aber hier ist es genauso unsicher wie draußen. Was geht hier nur vor sich? Keine Ahnung, aber wir müssen dringend von hier verschwinden. Oh mein Gott, ist das... Ja, Rebecca Dreamburst. Was ist nur passiert? Sieht aus, als wäre sie von Krähen zerhackt worden. Grausamer Tod. Was auch immer hier vor sich geht, wir müssen das dem RPD berichten. Wer weiß, wie viele von Stars noch leben. Was ist mit Barry? Keine Ahnung. Wir hatten uns versucht, gegen diese Bestien zu verteidigen. Aber sinnlos. Wir haben uns verloren. Hoffentlich lebt er noch. Wir müssen weiter nach den anderen suchen. Okay, Jill, wir teilen uns auf und suchen alles ab. Vielleicht finden wir sogar Hinweise auf diese Zombies. Und bevor ich es vergesse, ich habe einen Schlüssel gefunden. Hier auf dem Balkon. Nimm du ihn. Mystikschlüssel abgegeben. Okay, danke, Leon. Alles klar, Jill. Und pass auf dich auf. Ja. Damit würde ich sagen, schließen wir den ersten Part ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen rauf da. Gefällt euch das Spiel und ihr wollt es selber spielen, dann schaut bei Wargames auf Facebook vorbei oder bei RPG Maker Reloaded, sobald das Projekt dort vorhanden ist. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein!